Dass der Zustrom fremder Menschen und Kulturen nach Deutschland eines der großen Probleme ist, das den Bürgern unter den Nägeln brennt, weiß jeder Lokalpolitiker, Bürgermeister oder Landrat. In Berlin scheint die Stimmungslage nicht in jeder Parteizentrale angekommen zu sein. Und so wundert es nicht, dass eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Welt am Sonntag zeigt, dass die große Mehrheit der Deutschen nicht glaubt, dass die Ampel die Migration in sichere Bahnen lenkt. Selbst die Grünen-Anhänger sind skeptisch. Verzweifelte Hilferufe aus überforderten Kommunen, viele Bürger zunehmend frustriert. Laut einer Umfrage der Welt am Sonntag glauben 69% der Befragten nicht, dass die Ampelregierung die Probleme in Sachen Migration lösen kann. 70% finden außerdem, dass Deutschland insgesamt weniger Flüchtlinge aufnehmen sollte. Die Opposition wirft der Ampelkoalition Untätigkeit vor. Sie ist nicht in der Lage, eine der bedeutendsten Aufgaben der Zeit angemessen zu regeln und zu lösen, obwohl die Lösungsmöglichkeiten eigentlich auf der Hand liegen. Wir nehmen heute auf, wir bringen unter, wir verpflegen, aber mit Integration hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Vor allem die Grünen stemmen sich innerhalb der Ampel gegen einen härteren Kurs in der Flüchtlingspolitik. Teile der Basis und vor allem die grüne Jugend machen der Parteispitze mächtig Druck, etwa hier beim Parteitag Ende November. Viele Kommunen sind überlastet, aber wenn die Kapazitäten an ihre Grenzen kommen, dann muss man sie eben ausbauen. Doch das sieht laut Umfrage offenbar fast die Hälfte der befragten Grünen-Anhänger anders. 44% von ihnen wollen, dass Deutschland weniger Flüchtlinge aufnimmt. Das Chaos in Sachen Migration, für Politikbeobachter ein entscheidender Grund für die Unbeliebtheit der Ampel. Die wesentliche Einsicht ist die, dass das Migrationsthema das große Thema der deutschen Bevölkerung ist. Die Folgen sind jetzt bis in jede Kommune oder in fast jede Kommune Deutschlands spürbar. Und die Unzufriedenheit damit, dass dieses inzwischen gesellschaftlich erkannte Großproblem von der Politik nicht gelöst wird, das fügt sich den sonstigen Unzufriedenheiten mit der Politik der Ampelregierung hinzu. Und das zeigt sich in den Zustimmungswerten. Zusammen kommen die drei Ampelparteien derzeit nur noch auf 32%. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.